eine Sportlerin der Extraklasse. Antje Möldner-Schmidt ist in der Lausitz eine bekannte Leistungssportlerin. Viele internationale Titel hat sie in ihrer Disziplin den 3000 Meter Hindernislauf geholt. Auch nach ihrer Krebserkrankung 2010 ist sie wieder zum Sport zurückgekehrt. Und das mit Erfolg. Das Sana Herzzentrum in Cottbus ist seitdem ihr Partner. Nun steht ihr die nächste Pause bevor. Die ersten kleinen Anzeichen lassen sich nicht mehr verstecken. Antje Möldner-Schmidt ist nämlich im 5. Monat schwanger. 2012 wurde der erste Vertrag geschlossen. Nun wurde er verlängert. Also wir haben eine langjährige Zusammenarbeit, auf die wir aufbauen möchten. Wir arbeiten seit 01.01.2012 zusammen und wir sehen die Zusammenarbeit jetzt in der Übergangszeit. Es ist ja ein erfreulicher Anlass, warum Frau Antje Möldner-Schmidt nicht nach Rio fahren kann. Und für uns war das auch ziemlich schnell klar, dass wir an der Zusammenarbeit weiterhin festhalten wollen. Im April soll dann das Kind kommen. Ob Junge oder Mädchen, möchte sie aber nicht verraten. Sie ist erst einmal froh über die weite Kooperation mit dem Sana Herzzentrum. Auch wenn die sportlichen Erfolge jetzt erst einmal hinten anstehen. Ihre Aufmerksamkeit gehört jetzt dem bevorstehenden Kind. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, weil man einfach von den Geburten auch sehr immer viel hört und sich auch selber teilweise beliest, wie sie werden können. Oder also die schlimmen Fälle, die guten Fälle. Und ja, das ist für mich einfach jetzt eine Herausforderung irgendwo, selber mal mitzubekommen, wie die Entwicklung einfach ist. Und ja, wenn es dann halt da ist, wie es dann halt wird, ob es sehr stressig wird oder halt ob es geht und wie man da halt selber damit zurechtkommt, das ist einfach für mich und für meinen Mann auch eine sehr, sehr große Herausforderung und wir freuen uns einfach drauf. Das Training hat sie jetzt schon eingestellt. Ab und zu geht sie noch ein wenig laufen. Doch die nächsten großen Ziele nach der Schwangerschaft sind schon gesetzt. Dass ich dann halt im Herbst, Winter rum 2016 dann wieder mit dem Laufen anfangen kann. Vielleicht kann man dann 2017 schon die Weltmeisterschaften mitnehmen, aber das höhere Ziel ist für mich eigentlich die Europameisterschaften in Berlin 2018. Und das ist eigentlich so das, was ich nochmal anpeile und darauf zuarbeite. Auch im Sana Herzzentrum ist man zuversichtlich. Die Ziele sind realistisch. Doch man muss immer sehen, wie die Schwangerschaft verläuft und wie die Zeit danach organisiert werden kann. Hoffen auf die Rückkehr dann zum Hochleistungssport und dass wir dann auch das Motto mit Leben wiederfüllen können, Hochleistungsmedizin trifft Hochleistungssport. Selbst wenn das nicht eintrete, haben wir Frau Antje Möldner-Schmidt als Symbolfigur für unser Haus auch schätzen und lieben gelernt. Auch wenn Antje Möldner-Schmidt die sportlichen Leistungen in der nächsten Zeit erstmal nicht bringen kann, unterstützt sie das Herzzentrum weiter, damit diese Symbolfigur des Sports in der Lausitz weiter präsent bleibt.